Herzlich willkommen bei Reverse Components. Mein Name ist Daniel und ich darf euch heute unsere Reverse Evo 9 Vorderradnabe vorstellen. Die Evo 9 Nabe ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und für Felgen mit 32 Loch geeignet. Sie besitzt zwei separat doppelt abgedichtete Industrielager. Die Evo 9 Nabe ist in insgesamt 6 verschiedenen Farben erhältlich. Sie wiegt 185 Gramm und ist dank dem 4-in-1 System umrüstbar auf insgesamt 4 verschiedene Achsdurchmesser. Diese sind standardmäßig 20 mm, zusätzlich umrüstbar auf 5, 9 und 15 mm. Ich darf Ihnen nun kurz präsentieren, wie Sie die Evo 9 Nabe selbstständig und ganz schnell umbauen. Zunächst müssen Sie den Standardadapter aus der Nabe lösen. Hierzu benötigen Sie eine 20 mm Steckachse, welche Sie ca. 1 cm tief in die Nabe hineinführen. Durch kurze Seitwärtsbewegungen lösen Sie nun den Adapter aus der Nabe. Den äußeren Klemmring benötigen Sie und den 20 mm Standardadapter nun nicht mehr. Wir gehen nun hin und nehmen den Reverse Basic Adapter und setzen diesen mittig auf die Nabe. Zur Klemmung benötigen wir nun den äußeren Ring und setzen diesen mit dem Flansch nach oben auf die Nabe. Nun benötigen wir eine handelsübliche Nuss, und zwar eine 26er, welche wir mittig auf den äußeren Ring platzieren. Mit 2 bis 3 festen Hammerschlägen fixieren wir diese nun fest im Nabenkörper. Zusammengebaut sieht das dann so aus. Wir können nun ganz einfach zum Beispiel den 20 mm Adapter auf die Nabe setzen oder den 5 mm Adapter oder den 15 mm Adapter. Ja, das war's soweit von den Evo 9 Naben von Reverse Components. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ride on and ride Reverse. Ciao.